Natürlich kann in einem Vorstellungsgespräch so einiges schiefgehen. Du kippst Kaffee über die andere Person oder dir werden bewusst unzulässige Fragen gestellt. Egal was passiert, es gibt ein paar Fehler, die du von vornherein verhindern kannst. Unstrukturierte Selbstpräsentation. Bevor wir aber direkt in Fehler im Vorstellungsgespräch reinsteigen, schauen wir uns an, was du schon im Vorhinein vorbereiten kannst. Im Bewerbungsgespräch ist eine strukturierte Selbstpräsentation entscheidend. Bevor du zum Gespräch gehst, solltest du deine Präsentation also sorgfältig planen. Ein unstrukturiertes Aufzählen kann dazu führen, dass dein Gesprächspartner schnell das Interesse verliert. Wähle daher die relevantesten Daten aus deinem Lebenslauf und Bewerbungsschreiben und baue auf ihnen auf. Verknüpfe Informationen miteinander und liefere Beispiele aus deinen vorherigen Stellen. Vermeide es, einfach nur Fakten aufzuzählen. Wenn du mehr über Selbstpräsentation im Vorstellungsgespräch lernen möchtest, haben wir dir oben rechts ein Video dazu verlinkt. Schlechte Vorbereitung. Generell solltest du dir vor dem Gespräch Gedanken zu deinen Antworten machen. Natürlich sollst du nichts auswendig lernen. Grob wissen, was du auf welche der typischen Fragen antworten möchtest, erspart dir Nervosität und Unruhe. Zu typischen Fragen im Vorstellungsgespräch haben wir natürlich auch ein Video. Schau gern rein, um dich zu orientieren, was auf dich zukommen kann. Eine unzureichende Vorbereitung ist schwer zu verbergen und gilt für Personalverantwortliche als absolutes Ausschlusskriterium. Zum Beispiel die Frage: Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Wenn du keine überzeugende Antwort geben kannst, könnte das auf wenig Interesse an der Stelle oder dem Unternehmen hindeuten. Daher ist es entscheidend, sich vorab gut über das Unternehmen zu informieren. Extra Tipp: Bereite dich auf unangenehme Fangfragen vor. Diese kannst du dann souverän und professionell beantworten. Angemessenes Outfit. Zu Kleidung im Vorstellungsgespräch haben wir auch ein Video, aber hier einmal die Kurzfassung. Die falsche Kleidung im Vorstellungsgespräch kann negative Auswirkungen haben. Sie könnte den Eindruck vermitteln, dass du das Unternehmen nicht ernst nimmst. Dein Auftritt könnte als unprofessionell wahrgenommen werden. Wenn du dich in deiner Kleidung unwohl fühlst, kann das auch dein Selbstbewusstsein beeinträchtigen und deine Ausstrahlung negativ beeinflussen. Kurz gesagt, die Wahl der passenden Kleidung ist wichtig für den Gesamteindruck, den du im Vorstellungsgespräch hinterlässt. Unpünktlichkeit. Eigentlich ist das selbstverständlich. Zur Vollständigkeit listen wir das dennoch einmal auf. Komm unbedingt pünktlich zum Gespräch. Es ist ein schwerwiegender Fehler, zu spät zu kommen. Dies hinterlässt sofort einen negativen ersten Eindruck. Und wir alle wissen, wie wichtig der erste Eindruck ist. Um sicherzustellen, dass du nicht zu spät kommst, solltest du rechtzeitig losfahren und mögliche Verzögerungen wie Verkehrsstaus, Zugverspätung oder Ausfälle einplanen. Es ist ratsam, deutlich früher loszufahren, als es notwendig wäre, um nicht in Stress zu geraten. Selbst wenn du es gerade noch rechtzeitig schaffen würdest, wärst du aber zweifellos gestresst beim Vorstellungsgespräch. Versuche also so gut wie möglich, dir diesen Stress zu ersparen. Solltest du dennoch auf irgendeine Weise zu spät kommen, ruf das Unternehmen frühzeitig an und informiere über deine Verspätung. Keine Fragen an das Unternehmen. So, jetzt bist du im Vorstellungsgespräch mit deiner tollen Selbstpräsentation und deinem perfekten Outfit. Was kann jetzt noch schiefgehen? Naja, schon ein paar Sachen. Es ist essentiell, dem Unternehmen während des Vorstellungsgesprächs zu zeigen, dass du sowohl an der Stelle als auch am Unternehmen interessiert bist. Nur deine Bewerbung einzureichen oder zum Gespräch zu erscheinen, reicht dafür nicht aus. Nachdem das Interview beendet ist, erhältst du die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Diese Möglichkeit solltest du unbedingt nutzen. Wenn du keine Fragen stellst, könnte das den Eindruck erwecken, dass du nicht wirklich interessiert bist. Mach dir bereits vor dem Gespräch Gedanken dazu, welche verschiedenen Fragen du stellen könntest. Natürlich solltest du keine Fragen stellen, die bereits im Verlauf des Gesprächs beantwortet wurden. Andernfalls könntest du den Eindruck vermitteln, dass du nicht aufmerksam zugehört hast und dich somit selbst sabotieren. Zu große Zurückhaltung. Es ist ganz normal, nervös zu sein während eines Vorstellungsgesprächs. Dennoch ist es wichtig, diese Nervosität weitestgehend abzulegen und selbstbewusst aufzutreten. Personalverantwortliche schätzen es, wenn du selbstbewusst bist, aber nicht arrogant wirkst. Versuche, leises Sprechen und fehlenden Augenkontakt zu vermeiden. Dies kann den Eindruck vermitteln, dass du nicht wirklich an der Kommunikation interessiert bist. Achte stattdessen auf eine offene Körpersprache, eine aufgeschlossene Haltung und eine freundliche Mimik. So zeigst du deinem Gesprächspartner, dass du offen und kommunikativ bist. Wenn du Probleme damit hast, übe das Vorstellungsgespräch ein paar Mal mit Freunden oder einem Familienmitglied. Sie können dir Feedback geben und du kannst langsam dein Selbstbewusstsein aufbauen. Lügen. Ganz wichtig und auch selbstverständlich, mach keine falschen Angaben über deine Qualifikation, Ausbildung oder früheren Beschäftigungen. Es ist ebenso inakzeptabel, relevante Informationen für den Arbeitgeber zu verschweigen. Steh zu deinen Lücken im Lebenslauf und erkläre sie auf Anfrage. Arbeitgeber schätzen Ehrlichkeit und Transparenz seitens der Bewerbenden. Kein abschließendes Bedanken. Du hast das Bewerbungsgespräch erfolgreich hinter dich gebracht. Jetzt nur noch Tschüss sagen und raus, oder?
Es kommt häufig vor, dass Bewerbende am Ende des Gesprächs vergessen, sich zu bedanken. Natürlich bist du nervös und vielleicht willst du auch einfach schnell weg. Jedoch ist dies ein Fehler, den es zu vermeiden gilt. Es ist selbstverständlich, sich am Ende eines Gesprächs für die Zeit und Aufmerksamkeit zu bedanken. Andernfalls könntest du unhöflich wirken und einen schlechten Eindruck hinterlassen. Verabschiede dich von allen Gesprächspartnern mit direktem Blickkontakt und einem freundlichen Lächeln. Ein fester Händedruck ist jedoch situationsabhängig. Seit der Pandemie und vermehrten Online-Vorstellungsgesprächen wird das Händeschütteln immer weniger. Solltet ihr euch zur Begrüßung die Hände geschüttelt haben, ist das auch bei der Verabschiedung ein Muss. Beendest du ein Online-Vorstellungsgespräch, kannst du dich vor dem Rausgehen zum Beispiel mit einem freundlichen "Schönen Tag noch" verabschieden. Und wo wir gerade bei Verabschiedungen sind, das ist auch schon das Ende des Videos. Stell uns Fragen gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns dann im nächsten Video.